Ja, hallo Leute. Wir befinden uns heute hier in Niedergelpe auf der Halde am Grünbleiberg und wollen mal gucken, dass wir Pyromorphite finden. Mit angereist ist auch der Stefan mit seiner Freundin, wie heißt er nochmal? Jerry. Und wir gehen jetzt hier auf die Halde und wollen mal ganz kräftig rumtrüffeln. Viel Spaß mit dem Film. Ja, dann wollen wir mal los, wohl? Ja. Komm ich jetzt in den Fernsehen? Ja, bei sevenload.de. Ja, die Halde liegt mitten im Wald. Wir müssen jetzt ein bisschen laufen. Ja, hier sind schon riesige Krater gegraben worden. Hier kann man direkt am Anstehenden arbeiten. Ja, das wird jetzt ganz schön nach Arbeit aussehen und auch sein. Sonne, Sonne, Sonne. Komm hier. Ja, nicht schlecht. Ich fäll gleich mal so einen Baum hier. Ja, so geht es. So kommen die ersten Pyros ans Tageslicht. Ja, ist noch nicht das Wahre, aber es geht rund. Yes, 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 yes. Aber ich muss den anderen auch rausziehen. Der will was anderes. Der sagt nämlich zu mir, ich bin hau mich. Ja, das Schöne am Mineraliensammeln ist ja auch, anderen bei der Arbeit zuzugucken. Ja. Ja, das sind ja schöne Pyromorphite. Leider noch ein bisschen dreckig, aber dafür gibt es ja Wasser, dann kann man das sauber machen. Und die sehen bestimmt unter dem Bino geil aus. Komm zu Daddy. Sag, warum bewegst du dich nicht? Ja, ist doch schön, so Leute beim Arbeiten zuzugucken. Hör mal, da ist was Feines. Ja, der Guide, der braucht nichts zu tun. Der kann nur gucken. Der muss sagen, mach dies, mach das. Der Guidefinger hier, da graben, da. Ja, die sind alle noch bergfrisch, aber man kann schon erkennen, dass sich das da wirklich lohnt hier. Ja, ich glaube, uns die Guidegebühren jetzt ein bisschen verteuern demnächst hier. Noch lacht er. Ja, wie lange noch? Heute Abend gibt's die Bierchen, hör mal. Wei, wei. Ja, Haldenmaterial. Yes! Ja, oh ja, 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 den müssten wir mal aufklopfen. Wo wird das ziemlich kaputt gehen? Na gut, vielleicht innen drin, da sind ja diese Adern, diese Störungen, diese Risse. Und da kristallisiert der Pyro auch gerne aus, der Pyromorphit. Ja. Oh, Schatz, ich den nehme ganz mit. Ja, oh, da sind richtig schöne große drauf. Ja. Ja, das sind richtig große Dinger. Guck mal. Ja, so kann man am besten sehen. Ja, so langsam biegen sich die Hände nach außen. Ein Schnurrbart wächst ihm, schwarzes Fell. Und er kriegt ein kleines Stummelschwänzchen, hör mal. Kommst du jetzt ins Fernsehen? Jetzt kommst du ins Fernsehen. Fernsehen! Guck dir das mal an. Oh, guck mal. Ja, voller Pyros. Geil! Ja. Schwenken wir mal rüber. Ah, wunderbar. Hier ist noch der Carsten zu uns gestoßen. Jawohl. Ja, er will auch mal ein bisschen trüffeln. Auf, komm raus! Ja. Der ist auch schön. Ja, das Haldengelände, das liegt hier sehr im Wald, versteckt. Ja, und ist das hier auch nee. Ja, jetzt mal hier im Anstehenden probieren. Ja.
Da ist ja noch ein bisschen Zerosit. Ja, aber nichts von dem. Aber alles so mehr so Anflüge wohl. Genau. Da ist nichts. Ja, ist schwere Arbeit hier auf der Halde. Ja, es hat hemmungslos getrüffelt hier im Berg. Ja, supi. Ich hab einen Run. Ja, ich seh das schon. Baby. Bring mir mal einen LKW. Und wieder ab ins Loch. Ja, der gräbt jetzt seinen eigenen Stollen hier. Genau. Ja, diese Halde, die nehmen wir jetzt mit nach Hause. Also man sieht, die hat Potenzial. Und da wird bestimmt auch noch die eine oder andere Überraschung drin schlummern. Ja, und der Stefan, der hat hier schon einen Unterstand für die Rehe, Hasen und Wildschweine gebaut, damit die beim nächsten Schauer nicht nass werden. So gutes Herz. Yes. Ja, und noch immer liegt hier alles voll mit Pyromorphit. Schöne Handstufe mit Pyromorphiten. Ja, so, jetzt mal den Rucksack. Das ist der Rucksack. Ja. Wie viele Tonnen? Gefühlt 250 Kilo. Oh, nimmst du die kleinen? Ja, ja, schon klar. Echt? Was willst du mit drin hier drin? Na gut. Ich will nur den hier nehmen. Mehr brauche ich nicht. Ja, der Abstieg von der Halde. Also das schlimmste Aufstieg, was mir nichts gemacht hat, das war der Hälfte. Ja. Ganze Rucksack voll mit Schwerspat. Und noch ein Eimer voll mit der großen Museumsstufe. Dann brechen sie durchs Gehölz. Ja, also die Ausbeute hier am Grünbeilberg war hervorragend. Es werden bestimmt noch einige Überraschungen in den gefundenen Stufen warten. Wollen wir mal gucken. Wir fahren jetzt in den Diabas nach Niederscheld, in den dortigen Steinbruch, und gucken da, was da mal los ist. Im Steinbruch Niederscheld wurde noch gearbeitet. Deshalb sind wir kurz entschlossen nach Steinperf gefahren. Ja, also Steinperf ist auch berühmt für seinen grünen Sphalerit. Hier haben wir eine Stufe mit einem ca. 5 mm großen grünen Sphalerit. Ich wollte den Krempel schon wegschmeißen. So, hier haben wir noch einmal den grünen Sphalerit in Nahaufnahme. Ist ziemlich schwer, der Autofokus, der macht mir oft einen Strich durch die Rechnung. Aber ihr könnt schön sehen, die Farbe olivgrün, Sphalerit auf Steinperf. Ja, hier in Steinperf wurde genau an der Frienitstelle geschossen. Und wir haben ein Haufwerk. Ja, wunderbare Stufe mit Frienitkügelchen. Auch hier eine schöne Frienitstufe. Eine wunderbare Kalzitstufe. Guck mal. So, und da grinst der Finder. Ja, hier ein paar Prinitstufen. Ja, wie gesagt, die sind alle noch bergfrisch. Auch hier sitzt ein grüner Sphalerit in Kalzit mit Prenit. Ja. Genau. Carsten an der Trüffelader. Das ist der Stefan, der arbeitet da an der Kalzitkluft. Zoomen. Oi, oi, oi. Ja, schon beachtlich. Dies ist noch eine bergfrische Stufe. Ich möchte sie gerne mal sehen, wenn sie gesäubert ist. Ah, die Recken sind fleißig am Trüffeln. Hier kommt Wasser direkt aus dem Felsen gelaufen. Da zieht da in der Mitte. Toll. Ja,
das. Auch eine schöne Stufe, ne? Ja, ja, feines Ding. Und hier vielleicht ein bisschen schneiden. Ja. Standfläche. Ja. Ja, Leute. Ein schöner Sammeltag geht zu Ende. Wir sind alle sehr zufrieden. Ich hoffe, ihr seid auch zufrieden mit eurem Guide. Jawohl. Ja. Gut gemacht. Also die Kofferräume sind voll. Und auch mit richtig tollen Sachen. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns wieder. Wenn wir nächstes Mal wieder Trüffeln fahren, dann machen wir wieder einen Film. Und dann könnt ihr euch den auch wieder angucken. Also tschüss und Glück auf. Thank you.